Harald Weidmann präsentiert interessante Geocache-Vorstellungen aus Nordhessen. So, jetzt sind wir doch schon nah am Ziel des ersten Caches. Hier hat immer das Militär gewütet. Panzer durch die Gegend gedüst. Ist nicht mehr viel zu sehen von. Selbst die Schilder sind alle abmontiert. Komischerweise sind die auf der anderen Seite noch da. Nun gut, ich denke mal, ich habe ihn schon erblickt. So, erste Aufgabe erledigt, Cache schon gelockt und weiter geht's. Ich denke mal, hier komme ich am besten. Also ich hätte auch unten hergehen können, aber hier ist der schönere Weg. Vor kurzem bin ich übrigens hier schon mal hergewandert und da bin ich genau diese Runde gegangen, wo wahrscheinlich jetzt diese beiden Caches liegen. Da hatte ich noch selber dran gedacht, hier könnte ich auch mal einen hinlegen. Aber jetzt ist mir eine so vorgekommen, wie so oft. Langsam nähere ich mich dem zweiten Cache. Also noch 150 Meter, glaube ich. So, ich muss erstmal auf das GPS-Gerät schauen. Schaut, dass das immer so spiegelt in der Kamera. Der Weg hier vielleicht. Oder der Weg, das ist die gute Frage jetzt. Ich denke mal, ich gehe mal hier lang. Nee. Muss ich nachher wieder den ganzen Berg hochlaufen, muss ich doch nicht da unten. Sicht ja weiter rechts. Also, hier lang. So ist das beim Cachen. Also ganz genau weiß man es nie, selbst mit GPS-Gerät, wo man hier laufen muss. Aber die Cacher wissen das ja. Ich sage es also nur für die Einsteiger. Aber das macht ja auch gerade den Spaß, dass man sich auch mal so ein bisschen verläuft. Also ich glaube, der Weg, der führt auch nicht so richtig zum Ziel, der führt jetzt auch wieder weiter weg. Ich glaube, ich bin doch von der falschen Seite gekommen, ich hätte doch nach unten hergehen sollen. Aber machen wir mal, hier kann man auch kreuz und quer gehen, so wie ich das erblicke. Ist ja nicht mehr weit. Das sind nur noch, glaube ich, so etwa 50 Meter. Das sieht doch noch mal aus wie Wald hier. Sieht eigentlich eher aus wie toter Wald hier. So, jetzt ist immer nur dumm, wenn ich die Kamera in der Hand habe.
kein GPS-Gerät in der Hand. Das klappt nicht. Deswegen muss ich jetzt erstmal auf Verdacht gehen und dann wieder messen. Wobei das Messen ja, also die Position empfangen im Wald, hier unter Bäumen, immer so eine Sache für sich ist. Ne? Also die Garmin-Geräte, der Colorado ist das schon ganz gut. Aber das kann schon mal 20, 30, 40 Meter daneben liegen, wenn man Pech hat, wenn es so dicht ist. Obwohl, vielleicht geht es hier. Hier ist ein Loch. Ich erstmal so ein bisschen umschauen, weil hier müssten wir schon in der groben Nähe sein. Aber jetzt nehme ich mal das GPS-Gerät. So richtig kann ich hier nichts entdecken. Nee. Nee. So richtig ist hier nichts. Ich habe jetzt auch das Spoilerbild leider nicht mit. Von daher ist ganz übel. Es war ein bisschen merkwürdig geguckt, wenn ich in den Löchern grabe. Aber nicht ändern. Übrigens, das ist ein Error hier. Ist hier auch ein bisschen so. Erd. Da gibt es natürlich sehr viele Löcher. Spoilerbild schon angeguckt, aber das sieht alles so ähnlich aus hier. Scheiße. Nee. Schatz durchs Band. Aber ich denke, den hat er nicht gemein. Zu. Die Bastler haben wieder weiter basteln. Ja. Sieht man Kunstwerk. Warum sind noch blaue Löcher? Ja gut, aber das ist viel zu weit weg von unserem Ziel. Also der eine war super einfach, der war schon wieder ein bisschen zu einfach. Und der andere war ein bisschen zu schwierig.
Wobei das aber auch meine Schuld sein kann, weil, wie gesagt, ich das Spoilerbild nicht mitgenommen habe. Ne? Aber vielleicht hat der nächste mehr Glück. Lohnt sich also mal hier zu versuchen, denn es gibt eine wirklich schöne Erstfinderurkunde. Mal schauen, ob ich die eben von dem ersten Cache aus der Tasche kriege. Sieht heute so aus. Ja. Also wirklich schön einlaminiert. Fantastisch. Beim letzten Mal sah sie anders aus. Also ist auch immer eine Überraschung wert. Also Cache lohnt sich zu besuchen.